Hallo, Sie sind auf dem Kanal Richtige Wahl. Heute bewerte ich den Sony XR85X95K-P-Fernseher. Wenn Sie sich über den Preis informieren möchten, klicken Sie einfach auf den Link in der Beschreibung des Videos. Wenn Sie bereits etwas über dieses Modell wissen, dann teilen Sie gerne ein paar Infos in den Kommentaren, sodass Sie anderen helfen, die richtige Wahl zu treffen. Vergessen Sie auch nicht, ein Like und Abo dazulassen. Lasst uns mit dem Test beginnen. Die Bildschirmdiagonale beträgt 85 Zoll, Bildschirmauflösung 3840x2160 Pixel. Dieses Modell verwendet eine VA-Technologie-Matrix mit einer maximalen Farbtiefe von 10 Bit und Mini-LED-Hintergrundbeleuchtung. Die Bildwiederholfrequenz des Fernsehers beträgt 100 Hertz. Präzise Steuerung von kontrastreichen und hellen Szenen. Mit Cognitive Processor XR steuert der einzigartige XR Backlight Master Drive in diesem X95K Bravia XR-Fernseher präzise, aktuellste Mini-LED-Hintergrundbeleuchtung und sorgt für spürbare Helligkeit. Erleben Sie den realistischen Dynamikumfang mit faszinierend strahlenden Lichtern, tiefen Schwarz und schönen mittleren Tönen. Fast ohne Reflexion oder Lichtschleier umhellste Bereiche. Beeindruckende Tiefe mit intensivem Kontrast und Helligkeit. XR Backlight Master Drive steuert mit einem einzigartigen Local Dimming Algorithmus tausende Mini-LEDs. Er fokussiert Licht, um eine maximale Helligkeit nahezu ohne Reflexion oder Abstrahleffekte zu erzielen. Szenen werden so mit strahlenden Lichtern, tiefen Schwarztönen und natürlichen Mitteltönen angezeigt. Farbspektrum mit lebensechten Schattierungen und Farbnuancen. Mit dem Cognitive Processor XR ermöglicht XR True Luminous Pro dem X95K über 1 Milliarde Farben in feinen, realistischen Nuancen wiederzugeben. In Kombination mit breitem Farbspektrum und dem anwenderorientierten Prozessor können Farben anhand von Sättigung, Farbton und Helligkeit erkannt und natürliche Farbtöne wiedergegeben werden. Die Farbe des Fernsehers ist ein Titan-Silber. Er wiegt 54,7 Kilogramm und hat die folgenden Abmessungen. 188,9 cm in der Breite, 108,6 cm in der Höhe und 5,6 cm in der Tiefe. Und für die Wandmontage gibt es eine 400x400 Weser-Halterung. Das Fernsehgerät hat eine Energieeffizienzklasse von E. Die durchschnittliche Leistungsaufnahme bei normaler Nutzung beträgt 113 kWh pro Jahr. Wunderschönes Design. Eintauchen statt abschalten. Das minimalistische One-Slate-Design mit Seamless Edge ist mit einer eleganten Glasscheibe in einem reduzierten Rahmen ausgestattet, der nicht ablenkt und Sie voll ins Geschehen eintauchen lässt. Genießen Sie ein fesselndes Erlebnis im Großformat ohne Ablenkungen. Auf der Rückseite des Fernsehers befinden sich die folgenden Anschlüsse. Zweimal USB, einmal Ethernet RJ45, zweimal HDMI 2.0, zweimal HDMI 2.1, einmal Satellite-in Main F-Type Female, einmal Satellite-in Sub F-Type Female, einmal AV Composite in 3,5 mm Jack, einmal Optical Audio Out, einmal 3,5 mm Audio Out, einmal Antenna RF und einmal CI Plus 2.0. Dieses Fernsehgerät unterstützt außerdem die folgenden Kommunikationsstandards: LAN, Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi Direct, DLNA und Bluetooth 4.2. Der Fernseher verfügt über 6 Lautsprecher mit einer Gesamtausgangsleistung von 60 Watt. Das Heimkinosystem oder die Soundbar kann über den optischen Audioausgang und mit einem HDMI-Kabel über eARC an den Fernseher angeschlossen werden. Sound direkt vom Bildschirm, Bild und Ton in Einklang. Dank der Acoustic Multi-Audio Technology folgt der Ton genau der Handlung auf dem Bildschirm. Klangpositionierende Hochtonlautsprecher sorgen dafür, dass sich Bild und Ton für ein fesselndes Fernseherlebnis in perfektem Einklang befinden. Der Fernseher wird über das Betriebssystem Android 11 gesteuert. Das System unterstützt viele verschiedene Anwendungen und Streamingdienste. Freihändige Sprachsteuerung mit Google. Mit der in Google TV integrierten Sprachsteuerung steuern Sie den Fernseher ganz einfach per Sprache und ohne Fernbedienung. Sagen Sie, okay Google, was soll ich anschauen, um persönliche Empfehlungen zu erhalten, oder suchen Sie nach Titeln oder Genres. Sie erhalten Antworten auf dem Bildschirm, können Smart Home Geräte steuern und mehr. Das war mein Testbericht zum Sony XR85X95K-P-Fernseher. Den Preis dieses Modells finden Sie, indem Sie den Links in der Beschreibung unter dem Video folgen. Wir freuen uns auf Ihre Kommentare und wenn Sie das Video liken. Die nächste Rezension folgt schon in Kürze.
Abonnieren Sie unseren Kanal und klicken Sie auf die Glocke, um es nicht zu verpassen. Bis bald!